Moin Farmers und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator. Unser exponentieller wirtschaftlicher Wachstum steigt ja kontinuierlich an. Wir sind jetzt Besitzer von Gewächshäusern, von einem Hühnerstall. Wir haben Henrietta. Da Kühe recht teuer sind, werden wir uns von klein immer größer aufbauen. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Holen uns im nächsten Step Schweine. Und da wir wissen, wie es funktioniert, geht er auch schneller. Fangen wir mit der Bauphase direkt an. So, und das Wichtigste ist nämlich, Kralplätze müssen verdichtet werden. Haben wir schon gemacht, natürlich. So, und damit beginnen wir mit der heißen Bauphase. Und zwar unseren Schweinestall. Schön parallel, optisch gerade, wunderschick. Den schmattern. Geil. So, nach einem harten, aber gelungenen Arbeitstag haben wir unseren Schweinestall fertig gebaut. Nur Schweine holen. Und Futter. Oh, ich muss Futter holen. Ja, immer noch kein Weizen. What's this? Wo ist denn das Ding? Kann hier was abfüllen. Kommen hier die fertigen Schnitzel raus? Ja, faszinierend. So, dann holen wir mal das Futter für unser Futter. Ja, mal ein bisschen Shop gucken. Das Grün zur Grün, das grüne Grün, wenn grüne Pflanzen überall blühen. So oder so ähnlich. Der Shop meines Vertrauens. Servus! Viehhandel. Nein, 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 nein. Big Bags. Ja. Weizen. Schweinefutter. Das ist ja billiger wie Hühnerfutter. Gut, aber die fressen bestimmt auch mehr, ne? Brauche ich wirklich 5 Big Bags? Dicke Ofen war! Schön! Ja, das müssen wir erstmal umfüllen. Schippe schnappen und rüberschaufeln. Der kommt jetzt erstmal in unseren Schinkenstall. Eine Ladung Schweinefutter. Perfekt. Das lief ja mal wie geplant. Ah, als Bauer vom Fach, ne? Landwirt, Landwirt. Wie wird? Landwirt. Wirt. Wirt vom Fach. Ich brauche noch einen Viehtransporter. Tiertransport. Pferde. Pferde. Hier passen 13 Schweine rein. Reicht für uns, ne? Oh, mal da gucken, ob wir den Hobel hier hinten ran bimseln können da. Entweder können wir den damit abholen. Oder ich stürze mich schon wieder in ungeplante Umkosten. Schulterblick. Oh, der zeigt mir gar nichts an. Das ist nicht gut. Digga Schulze! Kunden von mir. Ja, mein Freund. Wollen wir doch mal gucken, ob du hier immer noch Widerstand leistest. Das klappt doch wunderbar heute.
Profi. Idyllisch. Ups. Augen auf im Straßenverkehr. Wieso schon der Tiermarkt, ne? Jo. Oh, jetzt wird hier shoppt. Und das für Preise. Deutsches Edelschwein 200 Euro. 525 Euro. Deutsches Edelschwein. Schweine können gewinnbringend verkauft werden. Schweine fressen fast alles. Du kannst sie mit Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Sorghum und Zuckerrüben füttern. Außerdem benötigen sie Wasser. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 6 Monate sind, können sich fortpflanzen. Buntes Bentheimer Schwein. Schweine können gewinnbringend verkauft werden. Schweine fressen fast alles. Du kannst sie mit Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Sorghum und Zuckerrüben füttern. Außerdem benötigen sie Wasser. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 6 Monate sind, können sich fortpflanzen. Berkshire. Schweine können gewinnbringend verkauft werden. Schweine fressen fast alles. Du kannst sie mit Mais, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Sorghum und Zuckerrüben füttern. Außerdem benötigen sie Wasser. Das ist ein Jungtier. Tiere, die gesund und älter als 6 Monate sind, können sich fortpflanzen. Nenn ihn mal das deutsche Edelschwein. 13 Stück kann ich bei mir reinschmeißen. Guckt's euch an, die Säue! Da muss ich mal aussteigen. Ja, wollen wir mal reingucken in den Hänger. Aha. Kann ich nicht aufmachen? Schweine! Da, guckt euch mal die süßen Schinken an. Oh, ein bisschen Paprikagewürz, Salz, Pfeffer. Lecker. So, das ist nämlich auch was Besonderes. Das ist nämlich mein erster Viehtransport. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur wichtige Fracht hinten drinne, wir haben auch Lebewesen, einfühlsame Wesen hinten drinne und müssen dementsprechend vorsichtig fahren und uns an den Verkehr anpassen. So, links ist frei, rechts sehe ich nichts, links kommt was, das schaffen wir. Das war knapp. Easy. Vorsicht, ich habe hier wichtige. Habe hier Schweine an Bord, da. Kranker Dude. Sowas müsste man sofort der Polizei melden. Hast du diese Leute, die sich einfach nicht an die Verkehrsregeln halten? Da war eine Haltelinie. Eindeutig war da eine Haltelinie. So, da sind wir auch schon wieder. Unser Schweinestall. Und damit meine ich nicht unser Zimmer. So. Wie lade ich euch da rein? Vielleicht die. So, ihr Schweine. Muss ich den Hänger da rückwärts reinsetzen? Oh, das ist aber doof. Ich habe ja nicht viel Platz, ne? Ja, fast beim ersten Ansatz. Der läuft doch bei mir. So, jetzt aber. Nee, das ist falsch. Das ist richtig? Ja. Ich muss da doch irgendwie rein. Kann ich hier die. Was habe ich mich eingesperrt? Ich habe einen Hänger weggeschoben. Ja, wie kriege ich euch denn jetzt bei mir rein? Geht zu! Meine Tür klemmt! Das gibt's doch nicht. Okay. Du jetzt hier, Hobel. Nein!
kann doch nicht. War Steinern hier, da kann ja jeder kommen und sich ein Feldschlüsschen bauen. So. Dann haben wir die Tür zu. Da habe ich 13 Stück. Die wähle ich jetzt aus. Hä, ich will nicht noch mehr Schweine kaufen. Ich habe doch welche. Muss ich die da abladen? Hier irgendwas, was ich anklemmen kann? Nee. Hier ist eine Tür. Mach mal einen Riegel auf hier. Klemmt. Hopsa. Das verstehe ich jetzt nicht. Mach doch mal die Luke auf hier. Das kann doch nicht so schwer sein, da ein paar Schweine reinzuschmeißen. So rum. Der Hänger ist doch eine Schotte. Was soll ich noch machen? Wie kriege ich hier die Schweine rein? So? Jo. Pass auf. Komm, Bacon. Komm. Was ist mit euch? Da ist Futter. Ich habe das hier alles aufgemacht. Los. Husch. Raus mit euch. Husch. Geh weg. Hahaha. In den Stall ausladen. Mach die Tür zu. Ja, schön essen, ne, Schinken? Schön essen, ja, damit du groß und saftig wirst. Dich nenne ich Bacon. So, die Viecher brauchen Wasser. Wo kriegen die denn Wasser? Ich habe hier doch gar kein Wasser. Gib kein Wasser und dann warten wir ab, was passiert. Wissenschaftliche Studie. Ja, komm, geh mal was essen, Bacon. Boah, jetzt sind wir ein richtiger Bauernhof hier. Hühner, Schweine, Trecker. Die kann ich dann einfach zum Schlachten bringen, oder was? Bei euch alles tutti. Nein. Habt ihr noch Futter? Oh, auch nicht mehr so viel. 94 Gesundheit? Warum? Brauchen die Antibiotikum? Ist mir egal. Put, 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 put. Ja, schön macht er das. Guck dir mal das olle Schwein an da. Was ne Sau! Weißt du? So. Ja, das haben wir fertig. Jetzt haben wir noch 100.000 Moneten über. Den Hänger müssen wir noch wegfahren. Der Hof wächst und wächst und wächst und das gibt Kohle. Man muss investieren, um zu
Wäre schon cool, wenn sich das auf investieren rein würde. Man muss halt erstmal investieren, damit auch wieder Geld reinkommt, ne? Ach, mei, oh mei. Oh, das ist gut. Ach so, warte. Müssen wir noch zumachen. Ich hab den die ganze Zeit hinterhergezogen. So, jetzt wollen wir mal in die Werkstatt gucken hier. Der Träger ist nötig. Perfekt. Oh, dann mal gucken, was da drunter los ist. 58% Schaden, ja. Haben wir gleich. Ich kenne mich aus mit den Dinger. So, wir brauchen das hier. Oh. Aber die ist nicht kaputt gegangen. Ja, Akkuflex. Hey, ich muss das reparieren. Wie mache ich das Ding an? Och, gar nicht. Jetzt probieren wir was anderes. Ein Maulschlüssel. Das ist genau das, was wir brauchen. Wo ist er? Nein, er ist hinterm Tisch gefallen. Oh, da komme ich ja nicht mehr ran. Oh. Nehmen wir den mit. Oh, rumschrauben hier. Er wird nicht heile. Oh, da muss er eben Fachmann ran. Er hat gedacht, ich kriege das hin, aber ich kann das einfach nicht. Oh, dann fahren wir mal zum Jochen. Der hat ja eine Werkstatt. Beste Schrauber hier im Ort. Oh, hauen wir Jochen mal an. Er muss ja mal hier ein bisschen unter der Haube gucken. Aber wenn er Hilfe braucht, kann er Bescheid sagen. Helfen wir dem, ne? Ist ja jetzt nicht das Ding. Dezente Lagerschaden. Hier und da ein bisschen verzogen. Weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das sieht ja aus wie neu. Hätten sie mal waschen können. Ah, hier. Ja, guck mal her hier. Können wir mal sauber machen. Ist hier Wasser drin? Rüber geguckt. Puh, das wäre fast zum Gespräch gekommen. Weiter als habe ich noch nie gehabt. So, wo haben wir denn hier Wasser? Dann gibt es kein Wasser. Oh, eine Ölkanne. Oh, Öl nachfüllen. Öl nachfüllen. Einmal rein hier in die Motorhaube. Perfekt. Was ist das? Reifendruck. Ja, zumindest sind die Hühner hier ein bisschen produktiv. Der liegt am Hahn. So, das kann man wegfahren. Einmal zum Bäcker, wa? Er braucht fette Eier. Oh, Kunde glücklich, wir glücklich, ne? Das gab Kohlen. Mein Gott, ich bin schon wieder so weit runter mit dem Konto. Guckt euch mal Bacon an, der alte Schinken, wie er da rumchillt. Olle Sau.
Ja, wie viel Futter haben wir noch? Oh, das ist noch, das ist ja noch. Gut ist das noch. Reicht. Können wir mal essen. Alles klar, das war's von meiner Seite bis hierher. Ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.